Die erste Runde der FIA ETRC der Saison 2017 findet statt auf dem Red Bull Ring in Österreich. Das Fahrerlager vollgestopft mit Action und Sport. Den Fans wird wieder eine ganze Menge geboten. Tradition bei der ETRC hat natürlich das Klassenfoto. Alle Fahrer des Jahrgangs 2017 auf einem Bild, im Fokus der Fotografen. Aber insbesondere Antonio Albacete, der spanische Ex-Champion, nach einem Jahr Pause wieder mit dabei. Der rote Bulle ebenso sieht den Titelverteidiger Jochen Hahn auf der Pole-Position fürs erste Rennen. Neben ihm Steffi Halm. Jochen Hahn mit seinem neuen Iveco-Truck optimistisch. Sascha Lenz, die Startnummer 30, auf Startposition 3. Der Start, Pole-Setter Jochen Hahn in Führung, neben ihm im Truck. Mit der 44 Steffi Hahn, dritter Lenz, die Onboard von Gerd Körber. Irgendwie gibt's in der ersten Kurve ein paar Kontakte untereinander. Und auch Antonio Albacete hat Probleme in Kurve 1, fällt zurück auf Position 14. Das Ende der ersten Runde. Jochen Hahn führt das Feld an, dann Halm und Lenz. So geht's zum ersten Mal über die Startziellinie. Markus Altenstrasser kollidiert hier mit Erwin Kleinnagelfort, dem Holländer. Und Sascha Lenz, auch er fällt zurück auf Position 5. Gerd Körber schon auf der dritten Position, Latschko Vierter. Das schwarz-weiß karierte Tuch sieht Jochen Hahn als Ersten, gefolgt von Steffi Halm. Das erste Podium der Saison also. Jochen Hahn ganz oben, dann Steffi Halm und Gerd Körber. Start zum zweiten Rennen mit den Top 8 in umgekehrter Reihenfolge. Polesetter Markus Altenstrasser, der Österreicher, innen vor Turn 1. Daneben die 14, José Rodríguez, der Portugiese, übernimmt die Führung von Altenstrasser noch vor Kurve 2. Rodríguez fährt danach einen Vorsprung von 4 Sekunden heraus, während Altenstrasser auf Position 2 die Verfolger aufhält. Kiss findet aber dann doch eine Lücke und rutscht vor auf P2. Markus Altenstrasser verliert danach weitere Positionen, fällt zurück auf den 7. Platz, aus der Onboard von Jochen Hahn gefilmt. Schrecksekunde für Antonio Albacete, dem ein Trümmerteil in die Windschutzscheibe fliegt. Die ersten 6, Jochen Hahn auf Position 5, ohne Chance an Latschko vorbeizukommen. Dann diese Situation, Albacete kracht in Ryan Smith, gefilmt aus der Onboard von Markus Altenstrasser. Im Ziel, erster, der Überraschungssieger, José Rodríguez. Das Podium, also einmal ein Portugiese, ein Ungar und Gerd Körber zum zweiten Mal als Deutscher. Samstagabend, Eventprogramm für die Fans in der Westschleife, Konzerte und Live-Musik. Genau das Richtige, um sich in die entsprechende Trucker-Stimmung versetzen zu lassen. Rennen 3 am Sonntag sieht Steffi Halm im Grid auf der ersten Position. Die erste Superpole für sie, daneben Jochen Hahn, Norbert Kiss Dritter. Der Start. Steffi Halm nutzt den Vorteil der besseren Linie. Jochen Hahn Zweiter. Und dann wird's ganz eng in der Kurve. Zu fünft geht's den Berg hoch. Körber im Kies. Kiss ebenso. Gerd Körber, angeschoben von Adam Latschko, verliert einige Positionen. Dann der Kampf hier um die 8. Position zwischen Draganovic und Ryan Smith. Auch dieser Fight endet im Kiesbett. Das Aus für beide in Runde 17. Das Rennen wird abgebrochen. Das Team von Lutz Bernau feiert den 3. Platz von Antonio Albacete und den 4. Rang von José Rodríguez. Steffi Halm aber nimmt den Sieg. 2. Jochen Hahn, 3. Antonio Albacete. Der demolierte Truck von Ryan Smith im Parc Fermé heißt Race 4, findet ohne ihn statt. Auch hier die besten 8 wieder in umgekehrter Reihenfolge. Sascha Lenz übernimmt die Führung. Von Position 3 aus gestartet, während Latschko auf 2 vorrückt vor Kosim. Mitte des Rennens, Rodríguez trifft Kosim, was zum Aus für den Portugiesen führt. Adam Latschko überholt kurz vor Ende. Sascha Lenz geht in Führung. Aber Jochen Hahn sieht hier seine Chance,
beschleunigt besser aus der Kurve raus und geht an den beiden Streithähnen vorbei. Im Ziel Jochen Hahn, erster, Adam Latschko, zweiter. Sascha Lenz folgt auf Rang 3, dahinter Albacete und Körber. Jochen Hahn bei der Ankunft im Parc Vermé gefeiert von seinem Team und anschließend ganz oben auf dem Podium erneut mit der Siegertrophäe. In der Meisterschaft führt Hahn mit 11 Punkten Vorsprung vor Steffi Halm, dann Latschko als Dritter, Körber Vierter vor Sascha Lenz und José Rodríguez auf der 6 dank seines Sieges am Samstag.